Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal von Plakos. Hier wieder mit Micha, eurem Lehrer vom Berufskolleg, und heute mit dem Berufsfeld des Fertigungsmechanikers bzw. der Fertigungsmechanikerin. Und für alle, die jetzt hier sind, um für den Einstellungstest zu üben, weil sie schon wissen, was so ein Fertigungsmechaniker macht, ihr könnt das gerne tun, klickt auf den Link in der Beschreibung, ihr kommt hier auf die Seite von Plakos. Da gibt es jede Menge Tests zum Fertigungsmechaniker-Einstellungstest. Und ja, für den Rest bleibt dran, wir schauen uns erstmal an, was macht überhaupt so ein Fertigungsmechaniker bzw. eine Fertigungsmechanikerin und wie sieht überhaupt die Ausbildung aus? Ja, so ein Fertigungsmechaniker kümmert sich um Bauteile und Baugruppen und ist für die Montage zuständig. Wir befinden uns hier in der Serienproduktion, wie zum Beispiel in der Automobilindustrie. Das Verbinden von Einzelteilen und Baugruppen gehört zum Arbeitsalltag. Das Verlegen von Kabel, von elektrischen Leitungen gehört dazu. Die Kontrolle und Prüfung, ob Teile richtig verbaut sind. Das Messen und Vergleichen von Messwerten gehört zum Arbeitsalltag, sowie das Einhalten von Qualitätsstandards und gegebenenfalls natürlich auch die Optimierung von Arbeitsabläufen sowie das Bedienen von Anlagen und Maschinen. Ja, also eine ganze Bandbreite an Aufgaben, die so ein Fertigungsmechaniker bewältigen muss. Und was braucht man denn überhaupt, um Fertigungsmechaniker bzw. Fertigungsmechanikerin zu werden? In erster Linie sollte man einen guten Realschulabschluss mitbringen. Und dann sind wir natürlich im technischen Bereich und da brauchen wir natürlich Mathe und Physik. Natürlich ein handwerkliches Geschick ist auch gut mitzubringen, sollte vorausgesetzt sein, da wir uns natürlich im Handwerk befinden. Ja, wenn wir uns jetzt mal die Stärken anschauen, wie könnte dann überhaupt so ein Einstellungstest denn aussehen? Wir haben natürlich erstmal Allgemeinwissen, was gegebenenfalls abgefragt wird. Also so beispielsweise so Sachen wie Sitz des Internationalen Gerichtshofes. Dann haben wir gegebenenfalls einen Deutschteil, hier werden Rechtschreibung geprüft, Grammatik wird geprüft anhand vielleicht eines Diktates, wo man die Kommasetzung, die Zeichensetzung generell überprüfen muss. Oder aber auch, man bekommt verschiedene Wörter, in denen man Rechtschreibfehler raussuchen muss oder raussuchen muss, welches Wort denn überhaupt richtig geschrieben ist. Dann haben wir natürlich so Sachen wie Begrifflichkeiten der Physik. Wir müssen wissen, wie die Kraft definiert ist, also wie setzt sich überhaupt so eine Kraft zusammen. Das technische Verständnis darf natürlich nicht fehlen. Also wir haben so eine Abfolge von Zahnrädern. Das erste dreht sich links herum. Wie dreht sich dann das dritte? Das dreht sich dann natürlich dann gleich herum. Es sei denn, da sind noch irgendwelche Zusätze, die das Ganze verändern. Ja, und natürlich im Mathematischen alle Rechnungen, also Grundrechenarten müssen gekonnt sein, Dreisatzrechnung sollte man wissen, Flächenrechnungen und so weiter sollte man auch können, und natürlich dann sowas, das Umrechnen von Bruchzahlen. Jetzt haben wir hier ein Fünftel und was ist ein Fünftel noch ausgedrückt? Ist das 0,2, 0,5 oder 0,3? Und da sollte man wissen, dass ein Fünftel auch 0,2 sind. Ja? 5 mal 0,2 sind ein Ganzes. So. Kommen wir zur Ausbildung. Die Ausbildung an sich dauert 3 Jahre. Und der Verdienst beläuft sich so auf 980 Euro brutto im ersten Lehrjahr. Und im dritten kann man dann schon so um die 1.100 Euro brutto im Monat verdienen. Das sind natürlich alles Richtwerte, Durchschnittswerte. Je nachdem, in welchem Bundesland man arbeitet und bei welchem Arbeitgeber, kann das natürlich variieren und könnte natürlich dabei etwas mehr, aber auch etwas weniger dabei herausspringen. Ja, gleich bleiben aber die Inhalte, was erwartet uns so in der Ausbildung, und wie in vielen technischen Berufen haben wir hier erstmal die Bauelemente mit handgeführten Werkzeugen fertigen, danach mit Maschinen fertigen, technische Systeme instand halten gehört dazu, das Herstellen von Baugruppen, die Funktion von Baugruppen prüfen und erstellen, sowie Montage und Demontageprozesse, und das wird dann alles noch aufgesplittet und man bekommt viele Sachen mit an die Hand und lernt noch einiges mehr.
Ja, und das war es auch schon wieder mit dem kurzen Überblick über den Ausbildungsberuf des Fertigungsmechanikers. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Falls ihr Kritik oder Anregungen habt, schreibt das in die Kommentare. Und für alle, die jetzt üben möchten, ihr könnt das gerne tun. Klickt auf den Link in der Beschreibung, ihr kommt hier auf die Seite von Plakos. Schaut euch da um, wir haben jede Menge Einstellungstests. Tut euch selbst den Gefallen und übt fleißig, verschafft euch selbst einen Vorteil gegenüber den anderen Mitbewerbern. Wenn ihr ganz schnell durch die Tests durchgeht und ein sehr gutes Ergebnis erzielt, macht das natürlich besser auf euch aufmerksam. Ja? Und dabei wünsche ich euch viel Spaß, viel Erfolg und danke fürs Einschalten.